Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FroschTV. Heute beschäftigen wir uns mit der Epoche des Realismus. Die Epoche des Realismus lässt sich ungefähr zwischen 1850 und 1890 einordnen. Die Schriftsteller sind geprägt durch das Scheitern der bürgerlichen Revolution von 1848. Es herrscht eine Erschütterung des Selbstverständnisses des Bürgertums. Traditionelle Bindungen und Normen sind nicht mehr Orientierungskraft. Stattdessen kann man von einer ernüchternden Zeiterfahrung sprechen. Somit ist der Grundton eher resignativ. Der Wirklichkeit kann kein Gegenkonzept mehr entgegengestellt werden. Im Realismus gibt es den Niedergang des Dramas. Der Roman und die Novelle werden mehr geschätzt, da sie sich der gesellschaftlichen Realität stellen. Kommen wir nun zu den formalen Erzählprinzipien der Literatur. In der Literatur des Realismus gab es eine Forderung nach der Wahrscheinlichkeit des erzählten Geschehens bzw. der erzählten Konflikte und Lösungen. Außerdem eine Forderung und Integration aller erzählerischen Deutungen und der sozialen Wertung. Außerdem die poetische Verklärung der gesellschaftlichen Realität. Der Erzählstil der Literatur im Realismus war eher nüchtern, sachgebunden, ohne Pathos und starke Gefühlsausbrüche. Außerdem sehr wichtig, dass der Stoff der Kunst aus dem echten Leben kommen muss, also nichts Fantastisches. Wichtige Autoren und Werke des Realismus. Zu den wichtigsten Autoren zählen auf jeden Fall Friedrich Hebbel, Theodor Storm, Gottfried Keller und Theodor Fontane. Werke des Realismus, die man unbedingt gelesen haben sollte, sind Effi Briest von Theodor Fontane, Der Schimmelreiter von Theodor Storm und Maria Magdalena von Friedrich Hebbel. Und zum Schluss nun wichtige Fakten im Überblick. Zum einen ein Kernsatz von Fontane, das ist ein zu weites Feld. Und ein sehr wichtiger Schlüsselbegriff für den Realismus ist die poetische Verklärung der Wirklichkeit. Vielen Dank für das Zusehen. Bei Fragen oder Anmerkungen könnt ihr uns gerne auf unserem Blog schreiben oder besucht uns auch einfach in Facebook.